Ja, Martin Koch, Samstag in Engelberg, Martin Koch auf Rang 2, ja, herzliche Gratulation. Vielen Dank, Dankeschön. Für dich war es nicht so leicht, du hast relativ starke Rückenprobleme gehabt vor dem Wettkampf, trotzdem hast du das überhaupt nicht anmerken lassen in deiner Leistung. Unglaublich. Ja, nein, es spielt eigentlich auch keine Rolle. Also wenn ich so Probleme habe mit dem Kreuz, dass es nicht geht, dann springe ich nicht. Und wenn ich springe, dann soll es auch kein Ausritt oder sonst irgendwas sein. Es ist super gegangen und der zweite Platz freut mich natürlich brutal. Rechtzeitig zu Engelberg und auch kurz vor der Tournee kommst du wieder in Form. Du hast letztes Jahr auch hier dein erstes Top-Resultat geschafft, heuer auch vor Engelberg fast nur ein bisschen fraglich, ob du überhaupt herfahren darfst. Und jetzt der beste Österreicher. Ja, die letzten Wochen waren nicht leicht für mich. Ich habe wirklich gut gearbeitet, ich habe hart gearbeitet, aber es ist einfach nicht das rausgekommen, was ich mir erwartet habe und sicher auch nicht, was sich der Alex erwartet hat. Und ich habe mich aufs Wochenende gefreut, ich habe gewusst, die Chancen liegen mir, ich mag den Ort, ich bin gut drauf und dass es heute gleich so hinhaut, ist natürlich umso schöner. Bewerb heute war nicht ganz einfach, es war ein sehr starker Schneefall. Wie war das aus Springersicht? Ja, ich meine, es ist zum Springen ist es super gegangen. Es ist die Spur immer gut freigemacht worden. Also da war überhaupt kein Problem. Am Aufsprung hat es ein bisschen gestoppt, aber eigentlich auch kein Thema. Von dem her super Organisation gewesen vom Engelberger Team und zum Springen war es eigentlich ganz normal wie jeder andere Weltcup. Ja, und morgen auf ein neues. Natürlich, ich greife wieder voll an, schauen wir mal, wo es geht. Danke, Mast. Bitte, danke.